Es geht um die Elternbeiträge für ab 1.8.2012 jetzt, die sehr schnell in einer Satzung gegossen und eingeführt werden sollen. Und da zu diesem Punkt haben wir gestern ja schon eine Sondersitzung gemeinsam von Jugendhilfe und Schulausschuss gehabt, in dem wir das ganze Thema schon sehr emotional und sehr heftig diskutiert haben. Und heute geht es eigentlich darum, diese Satzung im Rat zu beschließen. Und dazu haben wir folgende Position. Wir stimmen dieser Satzung nicht zu, sondern wir lehnen sie ab. Und zwar, weil sie für uns an 2, 3 verschiedenen Stellen eben in die falsche Richtung geht. Abgesehen davon, dass das sehr schnell aus der Hüfte geschossen ist und in sehr kurzer Beratungszeit über die Bühne geht, wo die Freien Wohlfahrtsverbände sich nicht wiederfinden, weil sie gar nicht beteiligt waren. Und wir deswegen ja auch gestern schon gesagt haben, wir wollen das eigentlich schieben und heute wieder bei der Tagesordnung das gesagt haben, kommt noch dazu, dass die Eltern, die ihre Kinder schon im März, April angemeldet haben, jetzt durch die neue Satzung ja vor völlig neue Konditionen gestellt werden und die einfach übernehmen müssen, ohne überhaupt davon gewusst zu haben, dass ihre Beiträge beispielsweise jetzt steigen oder sich erheblich verändern. Gegen diese Satzung spricht unserer Ansicht nach noch einiges, und zwar erstens, wenn man nur das auf die Schule bezieht, also auf den offenen Ganztag. Der offene Ganztag muss von den zusätzlichen 1,8 Millionen, die man erreichen will, 1,26 Millionen einspielen. Und das wird dadurch erreicht, dass man die Gebühren zum Teil erheblich bis zu 50% und darüber hinaus ansteigen lässt in den einzelnen Gruppen von 30 bis über 80.000 Jahreseinkommen. Und das führt für uns eigentlich dazu, dass man sagt, ja, da muss sich ja was ändern. Eigentlich müsste ja, das ist normal, wenn man Gebühren erhöht, müsste ja auch irgendwie der Service, die Qualität, die Zeiten, in denen der Ganztag ist, sich ändern, aber nichts. Es passiert schlicht nichts, außer dass die Gebühren entsprechend zum Teil eben radikal erhöht werden. Das ist ein Punkt für uns, das abzulehnen. Der zweite Punkt geht in die Richtung Kindertagesstätten. Kindertagesstätten, da ist es einfach so, dass wir sehen, dass mit dieser Satzung die Stadt, die Verwaltung eine Richtung aufmachen will, die wir nicht mittragen können. Sie wollen nämlich, dass nur noch der Bereich unter 25 Stunden Betreuung, dass der entsprechend gestärkt wird, während die 35- und 45-Stunden-Modelle eben geringer angeboten werden sollen zukünftig. Und zwar wird das dadurch gesteuert, dass in dieser Satzung jetzt die Beträge, die man zahlen muss für 25 Stunden, das wären also 5 mal 5 Stunden die Woche auf beispielsweise jeden Tag, Montag bis Freitag von 8 bis 13 Uhr, dass diese Beträge erheblich sinken bzw. sehr günstig gestellt werden, während der Abstand zu 35 und 45 Stunden angeboten steigen und die Beträge dort rasant gegenüber den vorherigen hochgehen. Und das sind auch wirklich satte Prozentzahlen. Beispielsweise steigt das einmal eben von 30 inzwischen auf über 50 Euro und so weiter. Es gibt also erhebliche Veränderungen. Die können wir nicht mittragen, aus dem Grund nämlich, weil wir darin eben eine Umsteuerung sehen, einen Paradigmenwechsel, den die Verwaltung hier vollzieht. Es soll nicht mehr eine Ganztagsmöglichkeit, Kinder unterzubringen, in der Kita gezeigt werden, sondern wir wollen, dass die Kinder nur noch die 25 Stunden da sind, um eben zum einen den Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz eben dem nachzukommen, dem Angebot, und um eben auch mehr Leute unterbringen zu können. Das läuft quer zu dem, dass wir heute wissen, Fachkräftemangel herrscht in Düsseldorf. Wir brauchen Leute, die ganztags auch arbeiten können, zum Teil Doppelverdiener. Düsseldorf ist eine Stadt, in der sehr viele Doppelverdiener sind, wo Kinder auch den ganzen Tag über untergebracht werden müssen. Das kann man an den Zahlen, die die Verwaltung dazu eben auch vorgelegt hat, sehen. Zurzeit nämlich gehen nur 1,9% in die 25-Stunden-Betreuung. Das will man aber ändern, um eben, und damit steuert man in Düsseldorf in eine Richtung, die unserer Ansicht nach gegensteuert gegen das, was die Wirtschaft eigentlich will und braucht. Und Düsseldorf sollte eigentlich eine Stadt sein, die genau auch Fachkräfte anzieht, Fachkräfte unterbringen will, weil sie die Arbeitsplätze auch hat. Das tun andere, beispielsweise Firma Henkel hat heute noch ganz deutlich gesagt, was sie eigentlich für Familien mit Kindern erwartet, Betriebskindergärten und entsprechend auch Ausbau von Kindertagesstätten. Das ist etwas, was in Düsseldorf passieren muss, und zwar mit einem vollen Tagesangebot und nicht mal einem so eingeschränkten, wie das jetzt in der neuen Satzung drin ist. Deswegen lehnen wir die Satzung auch ab.